Die österreichische Schriftstellerin Lotte Ingrisch ist heute im Alter von 92 Jahren verstorben. Die Witwe des weltbekannten Komponisten Gottfried von Einem hat Dutzende Theaterstücke, Drehbücher und auch Sachbücher geschrieben. Zeit ihres Lebens hat sie sich dann auch für eine Bildungsreform, für Tierrechte und für die Legalisierung der Sterbehilfe engagiert. Bis ins hohe Alter hat die 1930 in Wien geborene Lotte Ingrisch Bücher veröffentlicht. Über 50 an der Zahl, vor allem Sachbücher, die sich mit Jenseitsforschung befassen. Eine ihrer Missionen war die von ihr gegründete Schule der Unsterblichkeit. Damit wollte sie den Menschen die Angst vor dem Tod nehmen. Ich habe gern gelebt, ja. Aber ich habe mich immer schon aufs Sterben gefreut. Eigentlich schon als Kind. Ich habe immer, wie soll ich sagen, ein Gespür für den Tod gehabt. Begonnen hat Ingrisch ihre Karriere als Autorin von Komödien, Hör- und Fernsehspielen, verfilmt mit namhaften Schauspielgrößen ihrer Zeit. Für ihren Mann, den 1996 verstorbenen Komponisten Gottfried von Einem, hat sie einige Opernlibretti geschrieben. Die wohl prominenteste Zusammenarbeit, die Mysterienoper Jesu Hochzeit, hat 1980 einen der größten Theaterskandale der Zweiten Republik verursacht. Dass Leben und Tod einander überlagernde Zustände sind, davon war Lotte Ingrisch überzeugt. In Erinnerung bleibt auch ihr unermüdliches gesellschaftspolitisches Engagement, unter anderem für die Legalisierung der Sterbehilfe in Österreich.